Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Smite. Wir spielen Freya und das nur, weil Chocopan schneller war. Er hat sich nämlich Medusa gepickt. Die wollte ich eigentlich für euch spielen, aber es hat halt leider nicht funktioniert. Doch gute Nachrichten, semi-gute Nachrichten. Ich habe sie schon gespielt. Und zwar davor. Die war mega krass. Ich habe 13-3 gespielt auf dem First Try. Klingt jetzt erstmal nicht so super, aber ich bin eigentlich nicht so Premium mit dieser Art von Chars. Deswegen, es ist schon fies. Super fies. Aber dafür spiele ich jetzt Freya. Die ist auch ganz schön cool. Alter, warum ist denn hier alles immun? Wie sauer Vulkan jetzt ist. Vor allem, warum hätte ich den nicht bekommen können? Junge, entspann dich. Was halt cool an ihr ist, ist dieser Skill, dass sie mehrere attackiert. Und sie gehört ja zu den wenigen Chars, die Magie sind, aber doch Nahkampf. Ja, verdammt. Da war ich zu langsam. Wie gesagt, sehr selten sowas. Wow. Und. Ah, die Neath halt. Wenn das irgendein anderer Gegner gewesen wäre als Neath, hätten wir den schon down bekommen. Aber Neath ist ja leider sehr, sehr gut im Ausweichen. Oh, scheiße. Ah, und Bacchus wird, glaube ich, ziemlich fies werden zu uns. Ziemlich, ziemlich fies. Auch wenn wir jetzt unsere Ulti haben, die mega Ulti ist. Eieiei. Schön auf Bakka draufhauen. Der darf nicht denken, dass er hier weit kommt. Boom! Da habe ich aber den Arsch gerettet. Ei. Da hat sie aber auch Glück gehabt. Und ich nicht, verdammte Scheiße. Blöde Kuh. Ich wurde wenigstens gerecht. Vielen, vielen Dank. Sweet Revenge. Naja, 1-1-1, das ist doch für den Anfang gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen steht es 3 zu 1 im Team. Und wir haben 3 Minions mehr. Ah, ich weiß, 3 Minions sind eigentlich gar keine Minions, aber mein Gott. Boom! Der Killsteal, though. Naja, wobei. Ja doch, es war ein Killsteal, definitiv. Ach du Scheiße. What? Das sah gerade irgendwie so aus, als würde ich ihn treffen und hab ihn dabei nicht getroffen. Nicht so geil, um ehrlich zu sein. Schade. Und dabei ist Medusa echt OP. Sie hat ja ihre Ulti, mit der sie Gegner versteinern kann. Ich wollte schon sagen, einfrieren. Ist ja fast dasselbe, aber doch ein bisschen anders. Und darüber hinaus halt echt Attacken, die haben so einen heftigen Burst. Vor allen Dingen, wenn sie ihre Reihenfolge einmal durchtriggert, ist eigentlich so gut wie jeder derzeit nicht ein Megatank ist tot. Das heißt, mit 3 geht man auf den Gegner zu. Danach setzt man seinen Zweier-Skill ein, seinen Einser-Skill und das tut halt einfach fürchterlich weh. Und zwar jedem. Wenn da noch eine Ulti mit dabei ist zwischendurch, pff, der Sieg ist dir gewiss. Boah, die kleine Skyla ist da sehr, sehr low. Oh. Ach, schade, aber auch. Den wollte ich jetzt nicht klauen. Ich hätte es versuchen können. Boah, shit. Ja, Penner, ist richtig. Geht halt alle auf mich. Wow! Oh man! The Neath, though! Die blöde Kuh geht mir hier ziemlich auf den Sack. Sie ist die Einzige, die uns killt. Und das nervt mich, aber total. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was für ein Level sie hat. Aber in der Kombination mit Bacchus und Neath, das ist halt einfach schon so fies. Oh shit, verklickt. Ja, das war vielleicht sogar ein bisschen verschwendet gerade. Um ganz ehrlich zu sein. Aber egal. Die holen sich einen Buff. Das wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt für uns. Um ganz ehrlich zu sein. Also ab auf die Leute hier. Oh, schön. 61. Das ist ja fast gar nichts. Oh, guck mal, wie lange das dauert. Und der Buff ist unser. Die Ulti etwas geskillt.
Aber ich habe echt Angst, weil gerade wenn Neith kommt, gerade wenn Bakka kommt, das ist für uns eigentlich Game over. Ja, es war klar, dass sie sich verpisst. Also Neith ist so ein feiger Dreckschar. Das ist unfassbar. Hi Kef an dieser Stelle. Kef aus dem Chaos Club spielt sie sehr, sehr gerne. Entweder sie oder Kukulkan. Dreckiger, noobiger Feiglingschar. Ist einfach so. Kef hat die mittlerweile, glaube ich, sogar schon auf Diamant. Und das ist allein schon eine Dreistigkeit vorm Herrn. So ein Char auf Diamant zu haben. Minion Clearing können wir gut. Den Dreier-Skill setzen wir noch zu selten und zu ineffektiv ein. Wow. Das Hebo-Dreido. Hoch mit dir, Penner. Oh, ich glaube fast. Nee, wollte gerade sagen, das war's für unseren Vulkan. Aber er ist da noch irgendwie rausgekommen. Oh. Jawohl, den kriegen wir. Ach, da hat Chocopan sich den Kill gejuxt. Naja, was soll's. Unsere Ulti war ja maßgeblich daran beteiligt. Das kann keiner abstreiten. Ich habe es auf Band. Fürs Team. Was soll's. Und wir stehen ja immer noch positiv. Als nächstes dann der dämonische Griff. Wobei, Tahuti-Route wäre auch nicht verkehrt gewesen. Das boostet halt enorm den Angriff der kleinen Walküre. Ja, und es ist schon so ein bisschen ätzend, dass sie im normalen Modus, sag ich jetzt mal, keinen verdammten Fernangriff hat. Und boom. Da merke ich gerade, Chuck hat ein neues Bild. Leider haben wir den Kill nicht stibitzen können. Sehr, sehr schade. Ich habe aber festgestellt, wir können ihn ganz gut. Ah, und da hat es gerade nicht geklappt. Abbrechen. Wow. Wenn wir unseren Dreier-Skill auf ihn feuern, während er gerade versucht, uns zu stunnen. Und die Neath, ey, Nervensäge vorm Herrn. Oh, ein bisschen Angst habe ich ja vor ihr. Ach du Scheiße. Oh, da hat er wenigstens noch eine mitbekommen. Aber hier sind viel zu wenig Mitstreiter. Und ich habe viel zu viel Gold, als dass ich da den Kampf wagen würde. Also back to base. Und den dämonischen Griff einmal vollendigen. Vollendigen ist, glaube ich, nicht mal ein Wort. Oh, scheiße. Da, seht ihr? Das ist ziemlich cool. Wird ihn wahrscheinlich auf den Tod nerven. Wow, und dann ultet er uns dafür. So ein Penner. Ahnst es nicht. Und weg ist sie. Sweet, sweet fucking Revenge. Sie hat mich vorhin mit der Ulti erwischt, ich sie jetzt. So gehört sich das. So und nicht anders. Das war Ehrensache für mich. Das und dass wir dafür sorgen, dass unsere kleine Schlangenlady hier vorbeikommt. Und vor allen Dingen lebend wieder in die Base. Oh, schön gemacht, Vulkan. Auch einer, den ich hätte spielen können. Den habe ich in letzter Zeit recht viel gezockt. Die erste Runde, die ich mit ihm gespielt habe, war so legendär. Das war ein 3 gegen 3. Und irgendwie haben wir die letzten endlich, ach, keine Ahnung, megamäßig fertig gemacht auf jeden Fall. Die Gegner. Ich stand zu 0. Irgendwie 16 zu 0 am Ende. Ich war maßgeblich daran beteiligt, dass wir gewonnen haben. Das darf ich hiermit verkünden. War schön, aber keiner von uns hat bisher Durchdringung. Also ist der Damage, den wir an dem Dicken machen, eigentlich irrelevant. Ja, die Neath wäre natürlich ein schönes Ziel grundsätzlich. Blöderweise haben wir da wieder das Problem, sie springt einfach weg. Oh, scheiße. Nicht mit mir, Missdiagnose. Wow. Er dafür aber umso mehr. Wow. Ich weiß nicht, ob er uns da geultet hat, aber es war einfach böse und hat wehgetan. Außerdem war alles auf CD. Das ist assi. Zudem hatte ich noch keinen Life-Rack. Jetzt wären wir schon etwas besser gewappnet, finde ich. Und es steht immer noch unentschieden, minion-technisch. Bam. Boah, diese Sorry da noch drauf. Wie bitterböse. Aber super nett von Medusa. Denn
Da wollte ich klauen. Really, though. Boah, schön, wie wir da gleich mehrere treffen. Das hat eine ganze Menge. Ich wollte halt einfach wieder eine bessere KDA haben. Mein Gott, verklagt mich doch. Ja, schon klar. Blöd wird's halt nur dann. Boah, scheiße. Wenn man seine Ulti blöd einsetzt. Aber voll der Fail. So, einmal schnell durchpushen das Ding. Ich glaube, wir haben es sogar geschafft. Hammer. Also absolut worth it. Was auch immer jetzt noch passieren sollte. Bei mir ist schon wieder alles auf CD. Aber wir pushen die ungemein. Kann man gar nicht anders sagen. Ist der durchgekommen? Scheiße, ich habe es echt nicht gesehen. Ich fürchte fast, der ist in der letzten Sekunde doch noch kaputt gegangen. Denn sonst hätten wir einen etwas größeren Vorsprung an Minions. Nope. Unser Chark ist irgendwie. Nee, ich wollte gerade sagen AFK. Hat sich aber einfach nur nicht bewegt. Und es ist mega, mega geil. Wir können seinen Stun-Prozess mit unserem Stun-Prozess aufhalten. Spaßig. Okay. Das war ganz offensichtlich eine Ulti seinerseits. Und scheiß die Henne an. War das fies. Hat das Damage gedrückt. Junge, Junge, Junge. Okay, das dürfte sein Tod sein. Ach was. Ich hab erst. Sorry, but. Sie hat nicht getroffen. Sie hat einfach nicht getroffen. Oh, Mann, oh Mann. Ich habe echt noch abgewartet. Ihr habt's gesehen. Aber sie hat dreimal nicht getroffen. So, nee, ich. Oh. Vulkan versteht das gerade, glaube ich, nicht. Sehr gut. Boom! Dafür habe ich den für sie heldenhaft abgefangen. Leider stirbt sie trotzdem. Und bam! Dafür habe ich ihr megamäßig den Arsch gerettet. Boom! Jetzt sind wir quitt. Dafür bin ich gestorben. Scheiße. Na gut, gestorben wäre ich auch so, unabhängig davon, ob ich ihr jetzt den Arsch gerettet habe oder nicht. Und ich habe ja nebenbei noch einen Kill bekommen. Ein Rache-Kill, by the way, an Bakasura. Diesen kleinen Spacken. Das Einzige, was ihn von Odin, sag ich schon, von Loki unterscheidet, ist die Tatsache, dass er sich nicht unsichtbar machen kann. Ansonsten sind das beides sehr ähnliche Faggots. Oh wow. Wow. Da seht ihr mal den Damage. Nur zwei haben getroffen und es war trotzdem schon fast die Hälfte seines Lebens weg. So bitterböse einfach nur. Ganz dringend die Fenton sogar, Leute. Denn da kommt zum Beispiel schon die Skylar an. Naja, gut. Keine Chance. Das war nicht annähernd so knapp wie vorhin bei uns. Und ich weiß immer noch nicht, ob es da durchgegangen war oder nicht. Naja gut, das werde ich jetzt hier auch sicherlich nicht mehr erfahren. Ah, ich habe ein bisschen wenig Leben. Deswegen gehen wir mal back to base. Wir führen allerdings ganz schön. Das ist ziemlich cool. Ich überlege, Kronos-Anhänger ist gut. Dann noch die Tahuti-Route und das ist ein schöner Bild. Definitiv. Ja, ich warte nur darauf, dass der Dicke hierher springt. Ah, scheiße. Wow, und dann noch eine Ulti. Wow. Alter. Wie lange die uns auch triggert. Wow. Nicht mit mir, Wacker. Nicht mit mir, Junge. Oh, scheiße.
Damit habe ich nicht gerechnet, okay. Skylar packt auch ordentlich aus. Junge, Junge, packt die ordentlich aus. Wo sind die ganzen Gegner? Sind die alle tot? Nein. Scheinbar in der Base. Oh, diese Schweine. Hat sich ja mega nicht gelohnt gerade. Ah. Ich brauche die Tahuti-Route, du. Das geht nicht anders. Na, schon das erste dafür holen. Jo. Sind zwar nur 15 magische Kraft, aber hey, 15 magische Kraft sind besser als gar nichts. Nope. Und schon muss er wieder abhauen. Ich feier das so derbe. Merkt man vielleicht. Übereilte Fatalis ist natürlich auch immer ziemlich cool. Wieder. Das ist so geil einfach nur. Jetzt geht er auch noch drauf. Super gut. So. Klein Skylar war da in der Luft. Wir hätten unsere Ulti, aber die reicht wohl nicht, um Neath down zu hauen. Leider. Scheiße, diesmal habe ich nicht getroffen. Oh, wer ist denn da? Blöde Kuh, ich wusste es. Oh, was? Damit habe ich wiederum nicht gerechnet, da hat er uns eiskalt geultet, der Schweinepriester. Und das räudig von der Seite. Fieser kleiner Pisser. Und der steht nur 3-4. Es kommt mir so vor, als wären alle seine Kills auf unser Konto gegangen. Kleine Spacko, ey. Also auf unser Negativkonto. Ah, da ist schon wieder Neath. Bringst du nichts bei ihr, ohne Witz. Boah, da hat sie die Perlen eingesetzt oder was auch immer sie hat. Mega gut. Was war denn das? Ja, Reinigungsperlen hat sie dafür gewastet. Sauber. Nee, Chark. Ah, lass es. Oh. Da hätte ich Chark etwas besser helfen können. Wow. Bumm. Eiskalt geholt. Oh, scheiße. Ulti megamäßig verschwendet. Ah. Oh. Und der Dicke von denen. So wenig Leben ist der rausgekommen. Gott, wie nervig. Nein, 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 Neath. Nein, nein, nein. Böse. Übereilte Fatalis ist halt cool, weil wir dadurch so flink sind, dass sie uns kaum treffen. Scheiße. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, dieser kleine Drecksack. Der hat nie für uns echt den Weg blockiert. Supergeiler Snipe, Junge. Premium, feier ich gerade richtig. Und unsere Gorgonin macht kaum was. Also ganz ehrlich, ich hätte besser mit ihr gespielt. Möchte ich mal behaupten. Diese Konstellation an Gegnern ist auch gar nicht so anders als die vorhin. Also ich will einfach mal, ohne es beweisen zu können, behaupten, das hätte ich besser hingekriegt. Ja, Dicker, ruhig, Brauner. Wow! Kleines Arschloch! Ach was, sehr schön. Boom, Neath, Neath, Neath. Nee, das wird nix. Egal, Minions geklärt. Ist jetzt in diesem Spielabschnitt auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben wieder irre viel Kohle. Müsste sogar für. Ah, scheiße. Egal, ich warte einen Moment. Dann haben wir die Tahuti-Route. So, und jetzt hauen wir richtig, richtig auf die Fresse. Wir müssen nur noch treffen. Mir kitzelt die Nase, ist das eklig. Scheiße. There is no escape, sagt Chark. Ah, auf wen wollen wir denn drauf? Uiuiuiuiuiui. Ui,
Boah, guckt euch mal die Neath an, wie die da drunter leidet. Ja. Oh Mann, wenn es doch nur eine Sekunde früher da gewesen wäre. Scheiße. Ich rede natürlich von unserer Ulti und das kotzt mich gerade so übelst an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn eine fucking Sekunde hat uns da gerade umgebracht. Eine scheiß fucking Sekunde. Wow. So. Ja, da hat er schon gewusst, was ihn bläut. Der kleine Spacko. Ich bin so froh, dass wir ihn nochmal erwischt haben. Der Kill war mir sehr, sehr wichtig. Okay. Wir könnten uns Neath grapschen. Das war so klar. Dass die Alte schon wieder wegspringt. War so fucking klar. Ah, da kannst du nicht viel machen. Oh Mann. Okay, jetzt zum Ende hin bauen wir irgendwie noch eine ganze Menge Mist. Wow. Ach du Scheiße. Wow, was? Da sind wir halt reingetorkelt. Ja klar. Hauptsache die Ulti stunt uns 20 Minuten. Und wir verlieren noch. Wow. Wow. Wow! Unglaublich. Diese fucking räudigen Lacker, ey. Und es ist die Neath! Es ist einfach die Neath! Wow! Ich kann nichts anderes sagen als wow. Wow. Die hatten halt mega das Luck. Wir wollen noch mal schauen. Normalerweise würde ich diese Folge ja hier beenden. Wer denn Schuld hat? Also unser Chark mit 1,7 und unsere Artemis mit 2,6. So. Ganz ehrlich. Was? Attacking when you must win. Parabellum. Naja. Es war ja so. Bacchus letzte Ulti hat uns megamäßig gestaggert. Und das über mehrere Sekunden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso das so lange gedauert hat. Tja. Ja, da hat er echt recht. Da hat er echt recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, es war eine super spannende Runde. Es war ziemlich cool. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Leider habe ich nicht gewonnen, aber naja, was soll's. Es gibt immer ein nächstes Match. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, haut rein.